Hallo liebe Filmefreunde, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ja Leute, Weihnachten ist nun vorbei und heute ist schon Silvester. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest hattet und bis jetzt auch die Tage schön verbracht habt. Ja und heute ist schon der letzte Tag des Jahres 2019 und ich habe mir jetzt gedacht, dass ich euch heute einfach mal meinen Film des Jahres 2019 vorstelle. Ja, und das ist auch ganz überrascht passiert. Erst vor kurzem habe ich diesen Film gesehen. Das ist auch gleichzeitig eine Neuerscheinung auf Blu-ray. Und ja, wir reden jetzt gar nicht lange drum rum. Ich zeige ihn euch jetzt direkt. Und zwar geht es heute um den Film Crawl. Ja, so sieht der aus. Vielleicht haben denn die einen oder anderen schon mal einen Trailer jetzt davon geschaut, vor einiger Zeit oder so. Es ist auf jeden Fall ein Krokodil-Horrorfilm. Ihr seht schon, das sieht recht düster aus. Ihr habt dann Crawl als roten Aufschriftzug, dann auf der Blu-ray und hier seht ihr auch schon das Krokodil und hier oben ist die Hauptdarstellerin, also in dem Film heißt sie Hayley, abgebildet. Und seitlich sieht das Ganze so aus und von hinten habt ihr dann nochmal die ganzen Infos zum Film. Jo. So sieht das Ganze aus. Und der Film hat auch ein Wendecover. Also ich habe das jetzt schon gewendet, aber ich mache die jetzt einmal auf. Wenn ihr das nicht tut, habt ihr dann das FSK-Logo wieder vorne drauf. Aber wir sind ja alle immer ganz froh, wenn das nicht mehr zu sehen ist. Und ja, die Blu-ray an sich ist ganz einfach gehalten. Also ganz silbrig mit dem Aufdruck Crawl. Und ja, so schaut das Ganze jetzt erstmal aus. Und dann kommen wir jetzt erstmal zu den Einzelheiten, was dann in dem Film überhaupt drin vorkommt. Als ein heftiger Sturm auf die Küste Floridas trifft, ignoriert Hayley alle Aufforderungen zur Evakuierung, um nach ihrem vermissten Vater zu suchen. Sie findet ihn vor den Fluten eingeschlossen im Keller seines abgelegenen Hauses, doch als die Zeit zu knapp wird, um dem Sturm zu entkommen, müssen die beiden am eigenen Leib erfahren, dass das steigende Wasser noch eine weitaus größere Gefahr birgt. Ja, und diese größere Gefahr ist natürlich nicht nur das Wasser, sondern die Krokodile, die auf sie zukommen. Und ja, mit da drauf steht dann auch hier nicht als Bonusmaterial, sondern als Extrabissen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Über 45 Minuten Bonusmaterial ist mit drauf. Alle alternativen Anfänge als Motion-Comic, gelöschte und erweiterte Szenen und vieles mehr ist da drauf. Also das werde ich jetzt auch die Tage nochmal nachholen. Der Film geht insgesamt 87 Minuten und ihr habt hier dann in deutscher Sprache 5.1 Sound. Wenn ihr euch für die Originalstimme, Sprache entscheidet, dann habt ihr 7.1 Sound. Aber ich muss sagen, der Sound in 5.1 ist schon wirklich mega, aber dazu kommen wir gleich. Ja, und die Schauspielerin Hayley, die wird gespielt von, ich habe es mir nämlich hier zur Seite gelegt, ich kann ihren Namen nicht so gut aussprechen, vielleicht spreche ich es auch falsch aus. Sie heißt Kaya Scodelario und der Papa wird gespielt von Barry Pepper. Der hat zum Beispiel mitgespielt in Der Soldat James Ryan und Kaya kennt ihr vielleicht aus den Filmen Maze Runner. Da sind die auf jeden Fall schon mal zu sehen gewesen und ja, ich muss sagen, die Schauspieler erstmal dazu sind ja eigentlich jetzt gar nicht so die Berühmtheiten der Berühmtheiten, aber sie sind wirklich in dem Film mega. Und dieser Film hat mich von Anfang bis Ende total gefesselt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich mal so erschrocken habe, so viele Momente hatte, wo mein Atem gestockt hat, ich wirklich so saß, ohne mich zu bewegen und ich hatte wirklich insgesamt bestimmt 15 Schreckenmomente, wo ich mich so erschrocken habe, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und es ist wirklich heftig gewesen. Ich selbst liebe ja Horrorfilme, die mit Tieren zu tun haben. Und wenn das Ganze dann noch so mit Unwetter verbunden ist, dann bin ich so richtig drin. Also das sind beides so Filmkategorien, die ich liebe. Und hier ist das natürlich beides zusammen und für mich ging es dann eigentlich gar nicht besser.
Und ja, wie ich schon vorgelesen hatte, Hayley ist halt ein junges Mädchen. Sie ist auch Schwimmerin und absolviert seit vielen Jahren schon Meisterschaften. Und sie begibt sich dann während dieser Evakuierung. Und ihr müsst euch vorstellen, am Anfang ist alles so düster und es regnet, es ist Sturm und das in Florida, was wirklich mega cool aussieht, sage ich jetzt mal. Es ist auf jeden Fall sehr cool dargestellt. Begibt sie sich zu dem Haus ihres Papas und versucht ihn natürlich zu finden, weil er sich bei ihr nicht gemeldet hat und sie macht sich natürlich Sorgen. Ja, und letztendlich findet sie ihren Papa, aber im Keller des Hauses und natürlich ist das schon teilweise etwas überschwemmt und je doller das Unwetter natürlich bestehen bleibt, steigt auch die Wassermenge. Ja, und auf einmal bemerken sie dann, dass sie nicht alleine sind und dort noch Krokodile sind. Ja, und somit beginnt dann auch der Kampf ums Überleben. Und wie soll ich sagen? Also der Film ist fast nur in diesem Keller, aber nicht nur. Und sie, weiß ich auch nicht, der ist so düster und spannend und die Krokodile sind richtig gut gemacht, also keineswegs kitschig oder so. Und ich mag die beiden Schauspieler, also weil im Vordergrund steht jetzt auch Hayley und ihr Papa nur und die sind mega sympathisch, die Synchronstimmen sind toll, also man mag sie auf Anhieb, die Musik und ist total gut gewählt und ich war total überrascht. Also ihr merkt schon, ich schwärme von diesem Film. Und deswegen ist er auch nicht ohne Grund Film des Jahres 2019 für mich geworden. Ich habe sehr viele Filme dieses Jahr geguckt, bin teilweise auch enttäuscht worden. Es gab hier und da natürlich einen Megafilm, auch zwischendurch. Aber auf Platz 1 ist wirklich für mich Crawl. Und ich freue mich, dass ich den jetzt in meiner Sammlung habe. Der ist übrigens am 19. Dezember erschienen. Und ja, wenn ihr noch auf der Suche nach einem tollen Tierhorrorfilm seid, dann schaut ihn euch einfach an. Hier vorne steht nämlich auch noch mal drauf: ein überzeugend überraschender Survival-Horror von kino.de. Und ja, Leute, das war es jetzt erstmal zu meinem Video, zu dem Film des Jahres und zu natürlich meinem letzten Video dieses Jahres, diesen Jahres. Und ich kann jetzt einfach nur noch sagen, dass ich euch einen guten Rutsch wünsche ins Jahr 2020. Ich wünsche euch natürlich fürs nächste Jahr auch alles Gute, dass ihr gesund bleibt, dass alles so verläuft, wie ihr euch das nächstes Jahr wünscht. Und dass es vielleicht sogar noch besser wird und schöne Überraschungen für euch parat hält. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe. Dann hoffe ich, dass euch mein Video Spaß gemacht hat, dass ihr Freude daran hattet. Ich hatte auf jeden Fall wieder Freude für euch ein Video zu machen. Und ja, dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Jahr, Leute. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch einen ganz tollen Abend und bis dann. Ciao.